GSH ist die Abkürzung für Game Session Hannover und findet seit über 15 Jahren in Garbsen statt. Die Anfänge dieser LAN beschränken sich auf ca. 40 Teilnehmer im Jugendzentrum Garbsen, ins Leben gerufen durch zwei technikaffine Begründer. Daraus entstand in nur sehr kurzer Zeit die GSH, die ständig an Zuwachs gewann. Die GSH Raute 6 wurde dann erstmalig in den Hallen des Schulzentrums durchgeführt und findet seit diesem Zeitpunkt hier statt. Die User so vielfältig wie die Turniere selbst. Die Altersgrenze reicht von 16 bis 65 Jahre, zum Teil Vater mit Sohn oder Kumpels, die sich aus Deutschland oder gar Europa kennen. Auch das Klischee der langhaarigen, chipsessenden und Energy-Drink-konsumierenden Gamer wird hier nicht bestätigt. Es gibt Female Clans, Profispieler und Wenigspieler mit ganz normalen Berufen. 628 Gamer haben es dieses Jahr geschafft. Die Game Session Hannover bietet zahlreiche Spiele, zum Teil mit Preisen an. Eine kleine Auswahl sind CSGO, FIFA, LOL, Dota 2, Call of Duty und Trackmania. Aber auch Simulationen und andere Shooter werden bereitgehalten. Die Räumlichkeiten erstrecken sich über drei Hallen. Die größte mit 1200 Quadratmetern ist die U18-Halle. Die zweite Halle ist die Ü18 und ein geräumiger Schlafbereich für die Besucher. Ein weiterer Wachstum ist aufgrund der Beschränkungen der Hallen quasi unmöglich. Auch Optimierungen durch Bühnen- und Tischumstellungen lassen diese Veranstaltung nicht über 600 bis 700 Teilnehmer wachsen. Außerdem würde, den Veranstaltern nach, die LAN ihren Charme verlieren. Die aktuell 45 freiwilligen ehrenamtlichen Mitarbeiter sind so vielfältig wie die Besucher selbst. Frauen und Männer von 18 bis 36 Jahren mit ganz unterschiedlichen Berufen und Interessen gestalten zweimal jährlich zu Ostern und im Herbst diese Veranstaltung. Der Spaß, im Team zu arbeiten und die Aufbauwoche geben allen Mitarbeitern die nötige Motivation, um so ein großes Event erfolgreich stemmen zu können. Der persönliche Höhepunkt für die Mitarbeiter ist es jedoch, wenn User Lob, Spaß und Freude an der LAN aussprechen. Anhand eines Schulnotensystems können alle User im Forum die LAN von der Note 1 bis 6 bewerten. Zu bewertende Faktoren sind Strom, Netzwerk, Spaßfaktor, Bühnenshow, Sponsoren und vieles mehr. Größere Katastrophen blieben bis dato aus. Von einem Delay in den Turnierzeiten kann sie für keine LAN freisprechen. Der Stadtjugendpflege nach handelt es sich um die ruhigste und charmanteste Veranstaltung, die sie haben. Dies ist wohl auch auf das Alkohol- und Rauchverbot in den Hallen zurückzuführen. Die Gründe hierfür liegen klar auf der Hand. Die Versuchung wird geschürt und eine Ausuferung kann so unterbunden werden. Die Besucher kommen zur GSH, da diese LAN noch stark auf Gaming fixiert ist. Der neue Rekord lag diesjährig bei 390 Gamern am CSGO-Turnier. Die ersten drei Plätze erhalten Hardware mit einem Gesamtwert von 2.500 Euro. Aber auch die treuen 150 bis 200 Stammgäste der GSH sind wichtige Faktoren, die diese Veranstaltung immer wieder zu einem unvergesslichen Erlebnis gestalten.